Hallo Hacking-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal SubwayZ und heute stelle ich euch den Skush-Client vor. Das ist ein sehr, sehr guter Client, der nur 10 Euro kostet und er ist auch in meinem Shop erhältlich. Er bekommt sehr regelmäßig und halt eben sehr oft Updates und hat auch eben immer aktuelle Bypasses und hat auch sehr nice und spezielle Bypasses wie den Superhit oder auch ein neues Anti-Bots für Gomme. Also Gomme hat eben vor 1 bis 2 Tagen eine neue Bot-Detection für die Kill-Aura eingebaut, aber der Client ist so einer der wenigen oder gestern glaube ich noch der einzige gewesen, der das bypasst. Ja, das hat er auf jeden Fall so, also ist ziemlich nice. Und ja, darauf kommen wir aber noch später zu sprechen und jetzt kurz zum Namen, da es da manchmal ja Missverständnisse geben kann. Der Client ist erstens nicht irgendwie von Skash abgeschaut oder so, also den Client gab es jetzt schon so einen Monat vor dem neuen Skash und der Coder hat gar nicht irgendwie an den Client oder so gedacht, also den gibt es eh schon länger. Das ist das erste und ja, jetzt kommen wir so zu der nächsten Sache, nämlich dem Hauptmenü. Also hier links oben gibt's, da steht halt Get Configs und hier gibt's halt eben die Configs zum Downloaden. Da braucht ihr einfach nur drauf drücken und dann passiert eigentlich nichts. Aber es ist dann halt schon gedownloadet, wenn ihr einfach auf die Buttons drauf drückt. Und dann gibt's hier halt eben den Singleplayer, hier gibt's den Multiplayer. Hier gibt es den Account Manager, da gibt es auch einen Direct Login, wo ihr euch halt schnell einloggen könnt. Und dann gibt es halt auch noch einen Changelog, wo halt eben angezeigt wird, was hinzugefügt oder geändert wurde. Und dann gibt es auch noch halt Shader. Gut, das war's jetzt halt zu dem Hauptmenü und wir sehen uns gleich auf einem Anti-Cheat-Test-Server, wo ich den Client in Ruhe vorstelle. So, ich befinde mich jetzt auf dem Anti-Cheat-Test-Server, aber zuerst werde ich euch halt so die Basics zeigen, also wie der Client funktioniert und das GUI und danach zeige ich euch halt so die Bypasses und was der Client halt allgemein so hat. Also binden könnt ihr ganz standard mit .bind zum Beispiel Kill Aura R und dann könnt ihr mit der R-Taste die Kill Aura aktivieren oder deaktivieren. Aber wenn ihr wollt, dass die Binds gespeichert werden, wenn ihr halt den Client schließt und dann wieder startet, dann müsst ihr hier im GUI auf Configs gehen und dann auf Save drücken. So, und dann kann ich euch ja schon gleich mal so die Auto-Settings zeigen. Also ich habe euch ja gesagt, im Hauptmenü könnt ihr die downloaden und dann könnt ihr hier die auswählen und dann hier auf Load drücken und dann laden sich halt die Settings automatisch. Und ja, das war's jetzt hier so zu den Configs und zu den Auto-Settings allgemein. Und jetzt kommen wir hier zum GUI. Also es gibt das hier, das ich so am meisten mag. Das ist auch am übersichtlichsten. Und dann gibt es auch noch ein normaleres Click-GUI, das ich aber sehr nice finde, also sieht gut aus und da könnt ihr die Settings mit Rechtsklick drauf öffnen. Aber ich benutze jetzt das andere. So, und jetzt zum Tab-GUI, also da gibt es erstmal dieses, dann eben dieses, dann das, das halt oben ist. Ist auch ziemlich nice. Dann gibt es noch eins, wo halt kein Type GUI ist und nur so eine schöne Schrift. Dann gibt es so ein ganz simples. Dann eins, das Suicide sehr ähnlich sieht. Und noch dieses futuristische. So, aber ich mag Modern Skush am meisten. Das ist jetzt aber nicht alles, das ihr ändern könnt. Ihr könnt hier auch auf das Zahnrad klicken und dann hier die Arraylist anpassen, also anders anordnen oder die Position ändern. Ihr könnt dann auch halt allgemein das Aussehen davon ändern und so weiter. Also ihr könnt alles anpassen, so wie es euch am meisten gefällt. Und ihr könnt halt auch die Health-Anzeige ändern, aber ich mache jetzt wieder die Standard rein, weil es mir am meisten gefällt. So, jetzt zu den Modulen. Also ihr könnt alles halt so einstellen, wenn ihr in diesem GUI seid, wenn ihr hier auf diese Rädchen drückt
Und ich empfehle euch auf jeden Fall hier Antibots anzumachen auf Servern, die halt eben Bots haben, wie zum Beispiel Gamma. So, dann hat der Client auch noch BowAimBot und Superhit, davon habe ich auch vorhin gesprochen. Und dann hat er noch ein paar ziemlich nice Sachen, wie zum Beispiel Client Friends, das haben auch einige Clients. Also ihr greift dann halt nicht Leute, die auch diesen Client haben, an. Dann gibt's IRC, das ist ein Chat. Also ihr könnt dann halt im normalen Minecraft-Chat mit den Leuten halt schreiben, wenn ihr dann .irc schreibt und dann schreibt ihr halt die Nachricht. Dann könnt ihr einfach mit anderen Leuten, die den Client auch besitzen, chatten. Und auch noch I Love Radio, das ist halt ein Radiosender, das könnt ihr halt so im Hintergrund hören, wenn ihr hackt und euch langweilig ist oder was weiß ich. Also funktioniert alles top, da laufen manchmal auch richtig nice Lieder. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch schon zu den Modulen. Und jetzt zeige ich euch ein paar Bypasses, natürlich nicht alle, aber schon einige, und ihr werdet den Client sowieso noch in den nächsten Videos in Aktion sehen. Also das hier ist der Water Speed. Funktioniert auch ganz schnell, könnt ihr euch sehr sehr schnell im Wasser fortbewegen, was ich ziemlich nice finde, und da wird auch ein bisschen schneller mit der Zeit. Und ja, das war jetzt so der Water Speed. Jetzt halt zu dem normalen Standard AACB Hop. Funktioniert auch ganz normal, bypassed. Und es kommt vielleicht auch noch dieser schnelle Speed, den auch Hayes in seinen Videos gezeigt hat, aber den würde ich sowieso nicht benutzen, weil er autogebannt wird. Und ja, also ich empfehle eher eben diesen Standard AACB-Hop. Als nächstes kommt der Step. Wie ihr seht, er bypassed perfekt. Und er bypassed auch auf 1,5 Blöcken. Also wie ihr seht, funktioniert alles perfekt, richtig nice. So, jetzt zeige ich euch den Terrain-Speed. Also der funktioniert hier über Eis. Dann funktioniert er ziemlich schnell durch Spinnennetze. Und ihr könnt damit an der Wand entlang speeden. Also funktioniert alles ziemlich nice. Jo, das war's jetzt zum Terrain-Speed. Ach ja, by the way, das ist auch hier die neueste AAC-Version, kann ich auch nochmal zeigen. Also sehr, sehr nice. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ja, dann gebt bitte einen Daumen hoch und abonniert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.